Der Zugverkehr im Norden ist wieder angelaufen, Beeinträchtigungen sind aber weiterhin möglich. Am Morgen standen über Stunden viele Züge in der Region still, weil nach Angaben der Deutschen Bahn der Zugfunk ausgefallen war. Betroffen waren alle ICE- sowie IC- und EC-Züge in Norddeutschland, teilweise war auch der Regionalverkehr unterbrochen. Laut Bahn ist die Störung an den Kommunikationseinrichtungen inzwischen behoben, die Züge würden nach und nach wieder eingesetzt. Die Ursache für den Ausfall des Zugfunks sei aber noch unbekannt. Es werde untersucht, ob es sich um eine gezielte Störung gehandelt hat. Die von der Bundesregierung eingesetzte Expertenkommission will in den kommenden Tagen einen Vorschlag erarbeiten, wie die hohen Gaspreise abgefedert werden können. Der stellvertretende Vorsitzende der Kommission und Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, Russwurm, dämpfte die Erwartungen an die geplante Gaspreisbremse. Die Bürger müssten sich weiter auf hohe Energiepreise einstellen, so Russwurm. Die Krimbrücke ist durch eine Explosion schwer beschädigt worden. Auf der strategisch wichtigen Verbindungsstrecke zwischen der von Russland besetzten Halbinsel und dem russischen Festland ist nach Angaben aus Moskau ein LKW explodiert. Mehrere Treibstoffwaggons eines Güterzuges seien dadurch in Brand geraten. Teile der Brücke seien eingestürzt, der Verkehr wurde demnach eingestellt. Eine von Präsident Putin eingesetzte Untersuchungskommission kündigte Ermittlungen an. In Berlin hat am Abend das traditionelle Festival of Lights begonnen. Zehn Tage lang werden an 35 Orten in der Hauptstadt abends zahlreiche Lichtkunstwerke präsentiert. Dabei werden unter anderem Wahrzeichen wie das Brandenburger Tor, der Fernsehturm, der Potsdamer Platz und das Schloss Charlottenburg illuminiert. Angesichts der aktuellen Energiekrise kündigten die Veranstalter an, den Stromverbrauch durch LED-Technik um 75 Prozent zu senken.